Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ryu. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge von Super Smash Bros. Nachdem wir einige Retro-Spiele gespielt haben, also uns die Meilenstücke angeguckt haben, spielen wir nun wieder Super Smash Bros. Es ist ja nicht mehr lange, dieses Let's Play kann ich euch ja mittlerweile verraten. Das Projekt geht nämlich 30 Parts lang. Aber trotzdem werden wir noch mit unseren restlichen Charakteren kämpfen. Heute spielen wir mit Mi Bomber und da habe ich Big Daddy von Bioshock. Wer mein Bioshock-Let's Play gesehen hat, der weiß, wer Big Daddy ist. Und ich weiß gar nicht mehr, welche Stage wir noch nicht hatten. Ich glaube, die Donkey Sound Stage, Wrecking Cube, Pilot Wings hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nein, ich glaube, Pilot Wings hatten wir noch nicht. Wenn doch, dann... Wurscht, wir spielen sie jetzt. Ich habe lange kein Super Smash Bros. Gespielt. Also, das ist auch schon wieder ein Weilchen her. Also, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen rumfehle am Anfang. Schön, dass ich mal wieder ein bisschen Super Smash Bros. Spiele. Hat mich ein bisschen gefehlt. Also, ich würde normal richtig Super Smash Bros. Spielen. Das letzte Mal hatte ich Super Smash Bros. Gespielt mit dem guten Nintendo Player. Und das ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, aber ich hoffe, dass ich nicht zu sehr rausgekommen bin. Also wir werden, wie gesagt, noch mit den restlichen Charakteren spielen, mit denen wir noch nicht gespielt haben. Smash Bros. Wird aber nach den Parts, nach den 30 Let's Play Videos trotzdem weitergehen, wenn ich irgendwann mal einen Nintendo Let's Player gefunden habe, der mit mir Bock hat, Super Smash Bros. Zu spielen. Das war fail. Warum hat Sonic das gekriegt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich ihn jetzt schön rauskicken kann. Also mit dem Mii-Bomber kann ich überhaupt gar nicht. Also mit dem bin ich sogar am schlechtesten. Oh, jetzt gibt's nicht der scheiß Sonic. Und ich muss jetzt irgendjemanden rauskicken. Vor allen Dingen am liebsten den Sonic. Aber der... Also der springt auch noch so hoch. Ah ja, ich wusste einfach nicht, wen ich als Mi Bomber machen sollte. Und da dachte ich mir, okay. Einfach mal ihn. Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Kill bisher. Alter, ich krieg hier keinen Kill. Ich bin echt raus, aber wie gesagt, mit dem Mi Bomber kann ich überhaupt gar nicht. Den finde ich sogar am schlechtesten. Weil ich halt eher so der Nahkampftyp bin, anstatt so auf Fernkampf. Also ich bin lieber der Typ Spieler, der auf Nahkampf setzt, anstatt hier mit dem Mi Bomber auf Fernkampf zu setzen. Das stört mich auch ein bisschen an ihm. Also ich habe ja euch gesagt, mein Lieblingscharakter ist Link, dann kommt Toon Link und Glurak. Es wird auch immer noch mehr Videos geben, wenn zum Beispiel neue Charaktere, wie zum Beispiel Mewtwo, kommt ja irgendwann als Super Smash Bros. Charakter raus. Wenn ich mal eine Amiibo habe, dann kommt sowas auch noch, also... Wie gesagt, dann auch gegen Nintendo, andere Nintendo Let's Player und ich bin so, glaub, der abgeschrieben. Ja, zweiter Tod ist endgültig vorbei. Und Sonic hat absolut gewonnen. Also es würde mich wundern, wenn jetzt nicht Sonic gewonnen hätte. Vor allem, ich hatte schon so viele von diesen komischen Teilen eingesammelt. Ich habe eigentlich gedacht, die kriegst du zusammen, aber war mir leider nicht vergönnt. Gekillt hat mich natürlich diese blöde Kiste. Wäre die nicht gewesen, ich glaube, dann hätte man das vielleicht noch gedreht. Und Sonic hatte natürlich noch Glück mit dem Smashball. Wir sind sogar letzter. Man sieht, denke ich mal, dass ich raus bin aus Super Smash Bros. Als ich lange nicht mehr gespielt habe. Und das ist halt nicht einer meiner Lieblingscharaktere ist. Als nächstes spielen wir mit Dr. Mario. Wir werden wie immer 5 Kämpfe machen. Ach ja, stimmt. Ja, Mi Bomber kann man halt seinen Anzug nicht verändern. Und hier, das ist das von Dr. Mario. Wir spielen... Ich will in Gelb, danke. Spielen und wir spielen auch Woohoo Island. Zu Pilot Rings, ja, ganz okay Strecke. Nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, einfach, ah, okay. Pilot Rings,
Die Strecke finde ich sogar ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das im Let's Play gesagt habe. Ich glaube, mit dem beim Nintendo Player habe ich das gesagt, dass da hinten dieses eine aussieht wie Mario Kart 8. Oder Mario Kart 7 war es? Jedenfalls ist da hinten eine Stelle, was extrem auf Mario Kart 8 ist. Es war, glaube ich, 7 hier, diese... Ja, doch, da seht ihr jetzt gerade mal im Hintergrund. Das ist Mario Kart 8, Mario Kart 7. Hier das Spiel für die Nintendo 3DS, wisst ihr schon. Oh, scheiße, da was Bilder. Von Link. Habt ihr das gesehen? Das ist nämlich von Mario Kart 7 hier diese eine Strecke mit dem Streckenabschnitt. Das ist echt Mario Kart 8. Das ist echt Mario Kart 8. Mario Kart 8, sag ich schon. Mario Kart 7. Oh, kannst du ja mal einsetzen. Failen. Ja, natürlich. Es war so klar, dass es auf mich wartet, der Assi. Weil er genau weiß, dass ich zurzeit absolut in Front bin. Und absolut alles gerissen habe. Da kommt der Assi und bringt mich hier noch um. Ja, Mario ist ein guter Charakter. Oh, wenn der Kugelwilli nicht wäre. Hier, nimm den Tornado Link. Ja, komm, geht doch mal sterben, Alter. Der Hammer, das Schwert ist eigentlich extrem geil, muss man sagen. Nein, jetzt kommt die Gamaro und will mich killen. Oh. Komm. Geht doch mal sterben, Alter. Ja, komm, ich hab doch geblockt, ey. Was für ein Arschloch. Ich hab geblockt und es hat ihm wieder nichts interessiert, ey. Ich bin echt schlecht in dem Spiel geworden. Warum bin ich jetzt schon wieder gestorben? Grund? Grund? Grund, warum bin ich jetzt gestorben? Ist ja lächerlich. Schlecht ich in dem Spiel geworden bin. Man muss auch sagen, dass ich das... Ich habe ja schon öfters gesagt, dass es nicht so irgendwie mein Spiel ist, Super Smash Bros. Ich sag mal so, mit Friends macht das definitiv, fand das Spiel, aber... Wenn man so privat spielt, das finde ich das Spiel eigentlich eher langweilig. So, endlich. Da habe ich auch mal ein paar Kills. Auch wenn ich den overpowerten Staubsauger hatte. Komm, geh sterben. Oh, Alter, ich hab mich noch gerettet. Ich sollte eigentlich gewonnen haben. Ja. Ja, mit Dr. Mario bin ich ganz zufrieden. Also, ich finde den eigentlich ziemlich cool. War es deutlich? Nee, überhaupt nicht. Ah, wie gesagt, Super Smash Bros. Das ist jetzt nicht so das Spiel, wo ich sage, boah, ey, das macht extrem viel Fun. Da suchte ich am liebsten. Nee, finde ich jetzt nicht so. Also, hab mir das Spiel eigentlich auch größtenteils nur gekauft, um mit anderen Nintendo-Let's Playern zu zocken. Weil ich ja Mario Kart 8 so ein bisschen umgebastelt habe. Und wir spielen in dem Look. Captain Falcon ist ein übelst cooler Charakter. Oh, Wiltil Zone ist von Sonic. Ja, Huhulan finde ich ganz okay. Ziemlich abwechslungsreich und halt mit dem Faktor, dass da Mario Kart 8 ist. Ja, 7! Glurak. Und Zelda. Und das Duckhandu. Falcon Punch. Ja, sein Falcon Punch ist natürlich berühmt. Und Gluraks Super Attack natürlich auch. Also wir werden, denke ich mal, noch einige Online-Matches machen, aber ohne halt mit Let's Playern. Da habe ich schon... Also ich hatte mal irgendwann einfach randommäßig online aufgezeichnet. Also du kannst ja hier so ein bisschen aufzeichnen und dann das speichern. Und genau das habe ich gemacht. Das werde ich euch noch zeigen. Ich denke mal so vielleicht so im letzten Part oder vorletzten Part. Wow! Ich weiß gar nicht, wie viele Part das ist. Also ich wollte euch alle Charaktere zeigen. Das machen wir auch. Alter, wie viel Schaden ich habe. Boah, dann ist der Glurak ausgewichen. Jetzt ist er aber tot. Oh, schön die Zelda weggebasht.
Ah, das hat aber Glurak ziemlich gut gemacht und das müsste jetzt eigentlich auch der Tod sein. Nein, ich habe mich irgendwie noch gerettet. Boah, unfassbar. Aber wir sollten jetzt eigentlich in Führung liegen, also auch wenn wir jetzt sterben. Boah. Wer ist das denn da oben? Das Mädchen. Kenne ich ja gar nicht. Wie viel... Oh, ich wollte schon sagen, krass, wie viel Damage ich habe und trotzdem noch nicht rausgeflogen bin, aber dann passierte das. Alter Mädchen, chill mal dein Leben. Aber eigentlich sollte ich jetzt trotzdem noch in Führung sein, auch wenn ich jetzt gestorben bin. An das, was ich an Damage gemacht habe bisher. Genau, oh, wunderbar, beide getroffen. Ah, ich konnte es nicht ausnutzen. Ah, schade, ich wollte jetzt mit dem Falcon Punch jetzt richtig aufräumen. Oh, klasse, das Dakantu hat einen übelsten Fehler gemacht. Ja, jetzt kommt das Ding. Im Grunde sollten wir aber gewonnen haben. Mit Falcon ist es auch ziemlich schwer, nicht zu gewinnen, sag ich mal so. Vor allem, wenn man jetzt, ich sag mal so, auf normal spielt, hier auf Stufe 5, dann ist das eigentlich schon fast ziemlich schwer, mit ihm nicht zu gewinnen, weil er halt ein unglaublich starker Charakter ist. Jawohl, schön. Und jetzt nochmal. Oh, dann waren alle zusammen und dann hat mich Ina in der letzten Sekunde noch getroffen. Gut, dass ich mich da unten versteckt habe, weil ich habe schon gesehen, dass Zelda sich den Stern gekrallt hat. Kommt jetzt her. Ah, ich habe den Duck Hunt und du noch richtig schön erwischt. Ist aber leider nicht tot. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. Wie gesagt, Captain Falcon ist einer der absolut besten Charaktere, die es überhaupt in dem Spiel gibt. Meiner Meinung nach. Er hat unglaublich extreme Attacken, hat die auch unglaublich viel Damage machen. Also ist schon ein nicer Charakter. Der vierte für heute ist noch... unfassbar, dass ich noch nicht gezeigt habe. Schuld! Also ich sehe ja gerade hier so im Hintergrund, was ich für Charaktere noch nicht gespielt habe. Hier gibt es natürlich noch Fansupport, aber ich finde das Weiße hier sieht eigentlich ziemlich geil aus. White Hill Zone finde ich eine coole Stage immer noch. Also die, ich mag die Stage, das ist einer meiner Lieblingsstages in dem Spiel. Nicht wegen der Musik, weil ich bin jetzt nicht so der große Sonic-Fan, aber trotzdem cooler. So, ah, jetzt habe ich Schild eingesetzt. Nämlich, er hat hier, das ist, ich denke mal, jeder sollte das kennen, seine komischen, ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber er ist halt einer der absolut stärksten Charaktere überhaupt in dem Spiel. Also, das, also wer sich ein bisschen, wer Super Smash Bros. Hat, der weiß, dass er eigentlich einer schon der stärksten Charaktere ist, weil er halt, wenn man mit ihm richtig gut spielen kann, dann ist er unglaublich OP. Weil er hat hier diese komischen Dinger. Damit kannst du entweder zerschmettern oder... Achso, ich bin da oben. Ich dachte, ich bin da... Ich habe gerade zerschmettern an. Da kriegst du jetzt zum Beispiel mehr Schaden, aber... Ah, du teilst halt unglaublich viel aus, also... Und Shield, da teilst du halt sehr wenig aus, aber machst halt Damage, wie sie machst halt. Also du teilst wenig aus, aber. Ihr wisst, was ich meine. Und dann kannst du zum Beispiel noch gibt's springen. Da kannst du zum Beispiel extrem hoch springen und lange springen. Hier zum Beispiel, da ich habe Cheek einfach mal mit dem Backslash einfach nur weggefleckt. So, jetzt machen wir mal Shield. Jetzt kann ich zum Beispiel fast gar nicht rausgeflogen werden, aber mache halt extrem wenig Damage. Also es ist schon ein unglaublich starker Charakter, wenn man mit ihm spielen kann, muss man sagen. Nein, die Kuh hat mich erwischt. Ernsthaft? Aber bei manchen Attacken, da weiß ich gar nicht mal, was das bringt, aber... Wie zum Beispiel hier den Schmetterschlag. Aber am besten ist sein Backslash. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Ah, ich wollte eigentlich... Ah,
Ah, ich wollte. Ah, cool. Bowser Jr. hat den KO gekriegt für das Vieh. Was? Da wird, davon kriegt man Damage, okay, wenn das Vieh explodiert. Wusste ich auch noch nicht. Oh, ey. Ja, Sheik hat auch extrem viel. Backslash. Also mit Backslash sollte man öfters angreifen. Ja, weil das ist halt seine stärkste Attacke aus meiner Sicht. Na, jetzt hat sie mich auch gut getroffen. Ja, jetzt kommt der Typ auch wieder oder was? Ja. Wir sollten eigentlich gewonnen haben. Oder Sheik wegen dem scheiß Attack. Nein, okay. Sheik sollte aber Zweiter sein, weil die hat halt ihren dämlichen Fall extrem abgerost, ja. Mit Bowser Jr. zusammen. Lucina war ziemlich schwach. Auch wenn ich sie mag. Ja, liebe Freunde, so viele Charaktere sind es gar nicht mehr. Das sollte im letzten, im nächsten Part ein ziemlich kurzer Part sein. So, jetzt machen wir mal mit dem Schwertkämpfer. Und ich habe da einmal Cloud aus Final Fantasy. Und dann habe ich auch noch Kirito. Und zwar aus Sword Art Online, den Anime, wer den kennt. Ah, jetzt spielen wir aber die Pac-Man Stage. Ah, die ist scheiße. Den Schwertkämpfer mag ich halt, weil er ist halt Nahkampf. Und ich habe euch gesagt, Nahkampf mag ich. Oh, wir spielen gegen Ganondorf. Einer der besten Charaktere. Einer auch doch der coolsten Charaktere. Ja, warum habe ich Kirito genommen? Weil ich mag den Anime Sword Art Online. Also falls jemand den kennt, ich mag den Anime unglaublich gerne. Und ich hatte eigentlich einen schönen Mii gefunden für Kirito. Und da dachte ich, also ich finde den Mii ziemlich cool von Kirito. Wenn ihr irgendwelche Mies haben wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, dann schicke ich euch einen Link. Und da könnt ihr euch dann die Mies runterladen. Aua. Ja, ich mag die Stage hier nicht, Pac-Man Stage, die ist Scrolling Level, wie ihr seht. Und ein Scrolling Level sagt. Aber mit Kirito spiele ich sehr gerne. Also sehr, sogar mehr als mit meinem eigenen Mii. Alter, ja, das war badass mit dem scheiß Kugelwilli. Also der Kugelwilli, wenn du ihn hier richtig einsetzt, dann ist der so OP. Und die Stage ist halt nicht wirklich zum Kämpfen da. Also ich finde, in der Stage kann man seinen Skill nicht wirklich abrufen. Oh, schön den Yoshi getroffen. Aber der ist ausgewichen, der Penner. Oh, ich will den Falco treffen. Jawohl. Lebt der Ant für immer noch? Na, endlich, tot. Ich habe zu 100% mindestens mal einen Kill. Oh nein, der Hund. Aber ich habe wenigstens Stern. Ich hasse den Hund. Ich hasse ihn so sehr. Und ich überlebe. Ich sehe nichts, aber ich habe überlebt. Es hat mich jetzt gerade extrem überrascht, dass ich gerade so oft überlebt habe. Und ich habe einen Pokéball. Wo habe ich den denn her? Und ich habe den Kill für Ganondorf bekommen. Und ich habe wieder einen Stern. Yoshi! Yoshi, du Cheater! Du scheiß Cheater, Yoshi! Oh, oh, Yoshi hat den Hammer. Falco, wir sollten abholen. Ich helfe dir mal. Verpiss dich, Yoshi. Jetzt komm her, Yoshi. Du wolltest mich umbringen. Also, die Schwertkämpfe mag ich am liebsten. Und vor allen Dingen so mit Kirito. Spiele ich auch sehr gerne. Habe ich auch schon mal ein paar Mal online gekämpft. Einfach nur aus Just Fun. Weil ich halt den mag. Oh nein, er hat den den Blaser da. Diesen dämlichen Staubsauger. Der ist so badass. Den kennt man aus Minish Cap. Oh, Gott sei Dank, ich bin nicht gestorben. Also eine Sekunde länger und ich wäre gestorben. Aber so haben wir gewonnen mit Kirito. Ach, ich mag den. Sehr gerne. Und boah, wir haben klar und deutlich gewonnen. Ey. Wie gesagt, da hat man, denke ich mal, gesehen, dass ich den Mii sehr, also den Charakter sehr mag.
Und ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bei Let's Play Super Smash Bros. Wii U, wo wir die letzten Charaktere nehmen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dann, Leute, und ciao!